Servus Leute, hier sei Gamebefehl heute mal wieder zum anderen Art von Video. Und ich zeige euch heute, was, wenn ihr Xbox FIFA Ultimate spielt, wenn das hier euch ein Team, was ungefähr, knapp sage ich jetzt mal, zwischen 50 und 60.000 liegt oder darunter, macht, also ihr macht die Formation 3-4-3-3 und macht linke Stürmer, macht ihr David, da wird wir. Er hat eine Tempo von 79, ein Schuss von 87, ein Pass von 74, ein Dribbling von 85, eine Defensive von 47 und ein Hechten und ein, das untere kann ich jetzt gar nicht lesen. Das hat auch irgendwie in Deutsch machen können. Na egal. Hier auf der Xbox kostet er 2,3, aber ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Ja, dieses PC, das stimmt also gar nicht. Und das letzte, das hat er halt, Kopfball, hat er 72. Im Sturm nimmt ihr Falcao. Oh, Falcao. Den, also ich habe mir in meinem, habe ich den Falcao, glaube 89. Er hat Pace hat er 79, Schuss hat er 85, Pass hat er 59, Dribbling hat er 80, Defensive hat er 53 und Kopfball hat er standstarke 91. Ich kann ihn ja mal gerne wieder wegmachen und den Falcao. Team of the Season, den ganz neuen, ein Kopfball von 96, das ist schon hart. Im rechten Stürmer nehmt ihr die Maria, den normalen. Der kostet, also Team bis jetzt kostet angeblich nur 25.000, was nicht stimmt. Hier habe ich Xavi. Oh lol, ich könnte wieder nach ganz oben gehen. Warte, ich mal schon anders. Da, nein. Da, Xavi Alonso. Er hat 59 Pace, 75 Schuss, 88 Pass, 71 Dribbling, 81 Defensive und 66 Kopfball. Hier habe ich Cesc Fabregas, den ganz normalen. Er hat 69 Schuss, 69 Tempo. 80 Schuss, 90 Passen, 84 Dribbling, 68 Defensive und 80 Kopfball. Da habe ich Bennett. Ich weiß nicht, wo. Da, Bennett. Wo ist denn der jetzt? Bernard. Da, ich habe den 82er. Er hat 67 Tempo, 78 Schuss, 84 Pass, 76 Dribbling, 71 Defensive und 56 Kopfball. Hier in der linken Verteidigung habe ich, wer ist das? Fabio Contrao, da. Er hat 82 Tempo, 65 Schuss, 74 Pass, 80 Dribbling, 78 Defensive und 85 Kopfball. Hier habe ich, wen habe ich da? Ah ja, Puyol. Hä? Nein. Wie wird denn der geschrieben, der Dreckspaten hier? Oh, mit U, ich Vogel. Puyol. Da. Er hat 55 Tempo, 48 Schuss, 66 Pass, 56 Dribbling, 87 Defensive und 84 Kopfball. Er ist eigentlich gut vom Kopfball. Hier habe ich Mascherano. Der hat
68 Tempo, 60 Schuss, 73 Pass, 67 Dribbling, 87 Defensiv und 70 Kopfball. Ein Tier habe ich. Wen habe ich da? Fabio. Ne, Joao, oder wie man den ausspricht da. Joe. Lass mich ersuchen. Nein, das ist nicht Jordi Alba. Oh, da gibt es zu viele von den Drecksäcken hier. Auf jeden Fall kein Stürmer. Wo haben wir den denn jetzt? Wird ein Drecksack geschrieben, halt ohne Scheiß. Joe. Guck mal zu. Jordi. Ah, ich muss mal schnell schauen. Jordi. Pai Raya. Pai. Das ist auf jeden Fall ein Rechtsverteidiger. Da haben wir doch. Joao Pai Raya. So. Er hat 86 Tempo für 56 Schuss, 77 Pass, 78 Dribbling, 76 Defensive und 87 Kopfball. Und hier haben wir wer mit einem hässlichen Tor? Ah ja, Diego Lopez. Diego Lopez da. Er hat die Werte kenne ich jetzt nicht auswendig. Ich sag's dir schnell von hier aus. 81 Hechten, 74 Ballsicherheit, Abschlag 75, Reflexe 80, Geschwindigkeit 74 und Positionsspiel 82. Insgesamt hat es eine Chemie. Wo ist denn das scheiße Chemie? Ach egal. Es hat aber einfach eine saustarke. Was ist denn damit los? Fail. Eine saustarke. Eigentlich habe ich es so angeordnet, dass Bennett links ist, weil wenn ihr den erstmal mit dem richtig lange spielt, habt ihr eine saustarke Verteidigung, eine saustarke Freischützen. Da oben ist die Chemie 97 und die Stärke ist 72. Also ich habe jetzt hier Stärke 83 und 100. Das stimmt mal wieder nicht so genau. Hier mit dem habe ich schon Info da. Habe ich schon absolvierte Spiele, 185, 24 in meinem Team. Tore hat er bei mir 9. Karten hat er 4 insgesamt, 2 von 2. Ich habe ihn für 1400 gekauft. Falcao. Habe ich für 13.000 gekauft. Ah ne, das sind meine Spiele hier. Achso. Und er ist recht gut. Er hat ein gutes Kopfball. Habe ich auch schon erzählt. Da hat die Maria. Also fangen wir hier an. Gerard habe ich für 1500 gekauft. David Villa. Das ist eigentlich ein saugeiles Team, wenn man mit dem richtig gut umgehen kann. Ihr müsst halt mit dem oft spielen. Halt, also ich habe mit denen jetzt halt nur Computer gespielt und dann hatte ich den auf den hatte ich auf sehr hoch, also Moral sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, nur hoch, sehr hoch, sehr hoch, nee, alle Spanier auf sehr hoch, bis auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hatte ich alle auf hoch, weil die ja nicht in der gleichen Liga spielen. Ich werde euch das Team hier, ich hoffe es, warte mal schon, wenn ich es kopiere und hier einfüge. Nee. Ich kann Safe Court. Da machen wir ein schnelles kleines Cut. So, weiter geht's. Tue euch den Link von dem Video in die Beschreibung, wie ihr das Team aufbauen könnt. Dann könnt ihr euch dann halten. Die Formation ist 4-3-3. Hier nehme ich den Link. Ich kopiere den jetzt einfach mal, füge ihn ein. Und dann habt ihr hier das Team. Bei mir, also es kostet viel, viel mehr hier, das da. Es kostet bei mir ungefähr ich habe ungefähr um die 50.000 bis 60.000 gezahlt. Jo, hoffe euch hat das Video gefallen. Also Leute, haut rein, euer Gamebefehl.